Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Spieltag in der SPCL. Heute Spieltag Nummer 5, in der letzten Woche gab es ja Spieltag Nummer 6. Habe ich das im letzten Video eigentlich schon erklärt gehabt? Ich weiß es glaube ich gar nicht. Also ich musste die Spieltage einmal mit Benedikt, gegen den es heute geht, mit Dennis halt eben tauschen, weil der Benedikt halt eben letzte Woche keine Zeit hatte und Dennis hatte Zeit letzte Woche, deswegen konnten wir die Spieltage auch tauschen. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen verwirrend, dass es jetzt zuerst den Spieltag 6 gab und jetzt Spieltag 5. Aber ich glaube, ihr kommt damit alle klar. Ich glaube, ihr versteht auf jeden Fall, wie das hier vom Ablauf halt eben her ist. Wie gesagt, heute geht es ran gegen Benedikt. Wie gesagt, den Link in der Videobeschreibung zu der Pokepaste und dann, ja, könnt ihr auf jeden Fall nachvollziehen, was ich hier für ein Team halt eben gebaut habe. Das ist ein bisschen was Trickigeres jetzt hier heute, denn einer von mir ist der Star, nämlich Staravia ist heute nämlich der Star mit Endeavor Quick Attack, Focus Sash mit dabei. Ich weiß nicht ganz genau, was ich davon halte, also was das hier heute wird und so. Ich hoffe, es funktioniert, was ich mir hier heute vorstelle mit diesem Endeavor Quick Attack. Und ich hoffe, dass ich damit irgendein Pokémon off guard erwischen kann. Deswegen würde ich sogar schon fast sagen, ich leade sogar mit dem Teil. Wir gucken einfach mal, was dann passiert, wenn ich damit hier leade. Wahrscheinlich leadet er mit Ninjask und möchte hier nicht drinbleiben, weil er Angst hat, dass ich halt eben hier auf... hier will er wahrscheinlich echt gar nicht drin bleiben, deswegen switcht er hier wahrscheinlich raus. Aber es muss nicht schlimm für mich sein. Ich kann hier trotzdem einfach Endeavor drücken, weil falls er dann doch drin bleibt und doch auf die Idee kommt, irgendeinen Move zu drücken, um mir Schaden halt eben zu geben. Ah, warte mal, ich habe den Kalk überhaupt gar nicht offen. Moment, halt! Moment. Ich habe den Kalk gar nicht offen. Das sollte mir nicht passieren. Ich weiß, wie viel die Sets sollte ich reinkopiert haben. Jawohl, die habe ich sogar richtig schön reinkopiert hier. So, jawohl. Mein Plan wird nämlich sein, dann halt eben trotzdem, selbst wenn er drin bleibt und meint, dann doch irgendwie zu attackieren, kann ich ja trotzdem jetzt schon mal Endeavor drücken. Das Ding ist halt eben, oder das Coole ist halt, sein gesamtes Team hat kein Ghost-Type, was wiederum bedeutet, Endeavor trifft alle seine Mons. Und selbst wenn er, wie gesagt, rausswitcht, ist das gar nicht so schlimm. Außer er switcht halt raus in Sanaconda, weil Sanaconda könnte halt eben mit dieser Fähigkeit Sandspit jetzt für den Sandsturm halt eben sorgen. Und das würde mir dann halt eben Schaden abziehen. Das wäre halt eben ziemlich ungünstig. Mit Endeavor würde ich aber zumindest ein bisschen KP von dem Teil abziehen. Ob das jetzt irgendwie so wichtig wird, weiß ich halt eben nicht. Ansonsten kann ich auch einfach U-Turn jetzt hier an der Stelle. Er geht sogar ein Gigalith raus. Mal gucken, ob er Rocky Helmet ist, genau. schade, dann wird daraus halt eben schon mal nichts. Aber das Gute ist, ich habe auch nur 220 KP und jetzt 184. Das heißt, irgendwas werde ich auf jeden Fall mit Endeavor ein bisschen anhitten können. Was kriegt er denn so? Ich gehe mal durch mein gesamtes Team mal eben kurz so durch, was so ein Gigalith alles so bekommt. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der ist auf jeden Fall Rocky Helmet. Was bedeutet, dass er höchstwahrscheinlich Fizzstaff halt eben ist. Um meine Monster halt eben hier wegzutanken. Deswegen muss ich jetzt halt eben ein bisschen, ich sag mal, nee, er ist nicht speziell defensiv. Warte mal, wie viel Schaden habe ich denn überhaupt gemacht? 14%. Jetzt muss ich ein bisschen kreativer jetzt hier werden. U-Turn hat, könnte auch 14% machen, wenn das Bedeff halt eben ist. Ich könnte jetzt auch in Basculin reingehen und einfach, ich könnte wirklich einfach Liquidation droppen. Das wird irgendein Pokémon von ihm mitnehmen. Irgendein Pokémon von ihm wird das mitnehmen. Irgendein Pokémon von ihm kriegt jetzt arsch viel Schaden. Ansonsten kann ich auf Flip-Turn drücken. Weil, warte mal, 14%. Kriegt er denn auch 14%, wenn er Full Fist-Def ist? Eigentlich ja nicht, ne? Gucken wir mal. Da macht U-Turn 10 bis 22. Nein, dann wird Liquidation auf jeden Fall killen. Das Ninjas hat wahrscheinlich einen Sash, kann ich mir vorstellen. Jawohl. Der hat einen Sash. Ich könnte jetzt theoretisch hier einfach hart in mein Staravia reingehen. Schade jetzt in dem Fall, dass ich kein Intimidate mit dabei habe. Aber mein Plan war es sowieso, nicht mit Intimidate die Pokémon-Attacken zu schwächen. So, ich drücke hier Quick Attack. Und dann müsste er auf jeden Fall down sein. Weil ich glaube, der hat auch gar keine... Wird er jetzt auch damit rechnen, dass ich Quick Attack drücke? Ne, er drückt Protect. Okay, dann wird er jetzt wahrscheinlich rausgehen. Also drücke ich jetzt Endeavor. Also drücke ich jetzt Endeavor in dem Fall. Weil ansonsten wird er seine Linias jetzt schon wegwerfen. Das wird er höchstwahrscheinlich nicht tun. Also kann ich irgendein Pokémon jetzt Endeavorn. Was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass ich danach Quick Attack drücken kann und sogar vielleicht etwas killen kann. So, ja, Quick Attack. Da wird er halt eben, wie gesagt, nicht drin bleiben. Weil seine Linias wird er damit wegwerfen. Was er, wie gesagt, das Linias ist schneller als alle meine Pokémon hier. Und deswegen wäre das halt... Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das Pokémon hier wegwerfen möchte. Und daher kann ich jetzt hier früh auf den Endeavor halt eben gehen. Ich weiß auch gar nicht, was sein Quick Attack Switch in jetzt hier wäre, außer Gigalith. Er könnte jetzt einfach safe in Gigalith reingehen. Ja, stimmt. Dann würde ich halt Rocky Helmet Schaden halt eben fressen. Könnte mit Quick Attack vielleicht noch ein bisschen Damage machen. Wobei ich wahrscheinlich Staravia noch überleben lassen wollen würde. Damit ich halt irgendwann vielleicht noch Defog drücken kann, maybe. Aber mal gucken, für was er sich jetzt hier entscheidet. Sein Play müsste es jetzt ja eigentlich sein, Gigalith reinzugehen. Außer er will sein Ninjas hacken, aber warum? So, weil er hat jetzt ein Protect gesehen, okay, der Typ hat jetzt Quick Attack eingesetzt. Das heißt, wenn er jetzt Gigalith reingeht, denkt er ja, okay, er drückt jetzt Quick Attack, was wiederum bedeutet Rocky Helmet Damage und so weiter. Und der Staravia kann ja nichts gegen Gigalith auslösen. Theoretisch kann ich jetzt noch U-Turn drücken oder sowas, weil er es ja schon gesehen hat. Gegen Gigalith sogar raus, sehr geil, Endeavor. Damit sehen wir, der ist auf 10% runtergeschossen. Das Ding ist halt eben, dass Staravia ist wahrscheinlich gegen Gigalith mit Quick Attack gar keinen Schaden macht. Also wahrscheinlich wirklich überhaupt gar keinen Schaden. Aber ich brauche jetzt hier auch nichts riskieren eigentlich.
Und könnte das Pokémon sogar noch für Quick Attack lassen, sodass das Ninjas rausfliegt. Deswegen könnte ich jetzt maybe, kann ich hart in irgendwas gehen. Was ist denn, wenn er, was ist denn, wenn er Heavy Slam drauf hat für mein PP? Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich gehe mal in Clefairy rein, drückt Stealth Rocks. Was mache ich denn jetzt am besten? Drücke ich auch selber die Rocks, weil er hat halt eben Zash da drauf gehabt. Das Beedrill wird davon Schaden halt eben fressen. Das Houndoom bekommt ganz guten Schaden halt eben davon. Ich drücke jetzt hier, glaube ich, mal selber die Rocks und hoffe einfach mal nicht, dass er Heavy Slam drückt. Ich gucke mal ganz kurz Heavy Slam. Das macht natürlich sehr viel Schaden, ne? Gar keine Frage. Und Full Fist Death ist halt eben auch nicht. Was wiederum Umkehrschluss bedeuten könnte, dass wenn er sogar ein bisschen Attack Investment mit drauf hat, dass Heavy Slam auf jeden Fall two-shottet. Der geht im Beedrill raus, okay. Rocks von mir sind auf jeden Fall draußen. Poison Jab von Beedrill macht zu viel Schaden. Ich könnte jetzt hier in Reboot reingehen. Oder ist das zu riskant? Beedrill kann gut Schaden machen. Je nachdem, was für ein Beedrill das vor allen Dingen halt eben noch ist, kann das extrem gefährlich werden. Reboot bekommt vom Poison Jab viel zu viel Schaden. Das Gute ist, ich bin halt eben schneller als das Teil, habe aber keine Feuerattacke. Aber er will halt eben raus switchen und da wahrscheinlich nicht drin bleiben. Nee, Poison Jab macht zu viel Schaden. Drin bleiben kann ich halt eben aber auch nicht. Ich könnte Staravia sacken und dann einfach in Basculin reingehen und einfach Liquidations drücken, weil Liquidation sollte dann alle seine Pokémon, also boah, Junge, Liquidation sieht dann ja aber ultra sexy aus. Komm, ich mach das jetzt einfach mal. Staravia wird jetzt rausgeworfen, er drückt sogar SD. Okay, gehe ich jetzt in ihn rein und drücke Liquidation. Ich sollte auf jeden Fall schneller sein. Liquidation nimmt dann irgendein Pokémon von ihm raus. Ja. Irgendein Pokémon von ihm sollte es auf jeden Fall rausnehmen. Liquidation kommt, Liquidation ein Kill. Yes, ersten Kill halt eben hier abgeholt. Basculin ist halt echt brutal stark, was das angeht. So, jetzt kommt das Vieh. Da kann ich mir überhaupt gar nichts vorstellen. Also ich meine, das Teil hat eine ziemlich gute Defensive, aber da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was Liquidation macht. Liquidation macht 80 bis 95. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich eigentlich ungern eingehen würde. Ich gehe jetzt in Clefairy rein und hoffe mal, dass er das nicht predicted, aber das werde ich jetzt ja gleich sehen. Wir gucken mal, sein Headbutt kommt raus, macht kaum Schaden auf jeden Fall. Ich glaube, ich sollte jetzt hier sogar auf Moonblast gehen. Ich drücke jetzt erst einmal, ich könnte sogar Toxic drücken. Toxic ist sogar relativ free. Ich drücke mal Toxic, auch für den Fall, dass er vielleicht dann doch irgendwie drin bleibt. Er geht sogar Ninjas raus, tagt das Teil. Okay, mein Gott, hätte ich sogar Wish einmal drücken können. Toxic ist gefällt, sodass er jetzt wahrscheinlich einfach Gigalith Houndoom setzt er sogar ein. Houndoom. Warum denn Houndoom? Was macht der denn an Schaden gegen mich? Oh, Fire... Oh, Dark Pulse. Alter, Finne. Das macht dann doch ein bisschen zu viel Schaden. Lecko Fatso, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Was mache ich denn überhaupt im Gegenzug? Sludge Bomb hat er ja vielleicht. Ja, stimmt. Sludge Bomb macht 47 bis 56%. Wenn er Life Orb ist, macht das mehr Damage. Das Ding ist aber... Da drückt er jetzt Sludge Bomb, ist die Frage. Wie sieht's mit Persian aus? Persian sieht hier nicht mehr so klasse aus in dem Spiel. Pass mal auf, ich gehe mal in Persian rein. So, der kriegt genau Sludge Bomb Damage jetzt. Jetzt drücke ich Fake Out mal raus. Oder Knockoff. Wie viel mache ich mit Knockoff dagegen? Bei Persian brauche ich nicht mehr so unbedingt. Mit Knockoff ist vielleicht nochmal ganz schön. Der Return knallt natürlich hardcore rein. Ich könnte ihn jetzt einfach mit Return halt eben killen. So, wenn er in Gigalith reingeht, Gigalith sollte eigentlich auch sterben. In Sanaconda kann er auch nicht einfach hart reingehen. Vielleicht, ich drücke jetzt einfach Return. Ich will gar nicht Fake Out machen oder sowas, falls er dann... Wobei, ich bin schneller als alle seine Pokémon, ne? Aber Return killt ihn ja auch sowieso. Weil ich habe jetzt keinen Bock, dass er auf Gigalith reingeht und ich dann zweimal Rocky Helmet Damage bekomme. Aber das Ding ist halt, ich möchte das Pokémon ja sowieso eigentlich sacken. Also drücke ich jetzt hier einfach Return. Das Gigalith stirbt jetzt auf jeden Fall. Ach ja, stimmt ja sowieso an den Stein. Fallings dann wahrscheinlich Scarf, kann ich mir vorstellen, oder? Oder warum sackt er jetzt das Teil? Weiß ich jetzt gerade auch nicht, warum er das sagt. Gucken wir gleich einfach mal. Schauen wir jetzt gleich einfach mal, wie das halt eben aussieht, wenn er jetzt was... Also ich kann mir nur vorstellen, dass... Wobei, ist er vielleicht Houndoom Scarf? Er geht in Sandaconda rein. Wenn ich dich knocke, ist auf jeden Fall Sanda. Aber das ist gar nicht so schlimm. Warte mal, Knock-Off auf jeden Fall, dann kriegst du keine Leftovers mehr. Oder? Hat er Leftovers überhaupt drauf? Jawohl, Leftovers. Er setzt sogar Glare ein. Mein Gott, okay, damit kann ich leben. Ich drücke mal Return. Wir gucken mal, wie viel Schaden wir machen. Theoretisch bin ich sogar schneller, wenn er gar kein... Nee, Investment hat, bin ich aber nicht. Und jetzt sollte ich doch eigentlich sogar... Ich guck mal ganz kurz. Basculin gegen Sanaconda. Liquidation. Oh, kann killen, wenn er Full Fist Death ist. Aber ich habe eine unfassbar riesige Chance, ihn damit zu killen. Was, wenn ich Rotom Frost reingehe und ich einfach versuche, mit Blizzard zu treffen?
Ich meine, Rotom Frost ist halt eben relativ schnell, ne? Ich habe ja das Teil gescarft, also ob ich das unbedingt riskieren wollen würde, ist halt wieder so eine andere Sache. Sonst kann ich auch einfach Clefairy reingehen, weil Clefairy da auch einfach alles tankt. Dann kann ich halt eben Toxic eben drücken und einfach nur hoffen, dass er kein... Was, wenn er Erholung ist? Ich glaube, ich muss es sogar wirklich eingehen und Liquidation mit dem Teil drauf drücken. Oder Flip Turn, falls er dann doch switcht. Er will das dann wahrscheinlich eher sacken. Was, wenn ich Rotom Frost hier einfach reingehe? Aber das ist schneller als die beiden anderen Pokémon hier. Und gegen... Was mache ich denn mit Rotom Frost gegen Houndoom? Moment. Lohnt es sich, das Teil überhaupt jetzt hier zu sacken? Weil ich... Wir kennen alle den fucking Move Blizzard, okay? Wir kennen alle den fucking Move von Rotom Frost. Wenn du jetzt hier an der Stelle Blizzard drückst und das halt eben misst. Eigentlich muss ich es machen fürs Video, ne? Eigentlich in der Theorie muss ich es machen fürs Video. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber ich will es halt eben nicht riskieren. Wie viel Schaden habe ich denn überhaupt gemacht mit, warte mal, Knockoff. 13%. Damit kann ich auch überhaupt nochmal nachschauen, ob er Full Fistev ist. 13%. Das könnte ja wirklich Full Fistev sein. Ja, dann hat Barschuft leider nicht die Chance, ihn zu Bonnet KO'en. Ich bin halt eben schneller, ist halt so die Sache. Das Ding ist aber... Ja, pass auf, ich versuch's jetzt einfach mal. Komm, für das Video. Komm, Leute, Daumen drücken. Komm schon. Komm, go. Triff. Und switch nicht. Es switcht in Farlings. Wobei muss nicht schlecht sein. Wenn ich treffe, mache ich richtig guten Damage damit. Oh, nice. Barschuft. Tschüss. Geil. Das reicht sogar aus für einen Kill. Jetzt geht er wahrscheinlich in Houndoom halt eben rein. Aber jetzt kann ich. Ja, das ist total in Ordnung. Weil jetzt kann ich wirklich mit Barschuft halt eben durchsweepen. Weil das Ding ist, wenn. Ja, klar. Wenn Rotom Frost jetzt halt eben stirbt, kann ich einfach Barschuft machen. Der bekommt halt eben Stein-Damage und dann reicht auf jeden Fall Liquidation halt eben aus. Von daher, ich würde sagen, das müsste jetzt hier ein GG sein, außer er Scarf und kriegt jetzt und drückt jetzt irgendwie Dark Pulse und kriegt mal einen Basculin geflincht. Das könnte natürlich sowas anderes sein. Wir gucken mal, was jetzt hier passiert. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon das Video getan mit Rotom Frost. Jawohl. Und es hat was gebracht. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich absolut misse. Aber es hat was gebracht. Drückt sogar wirklich Dark Pulse. Mal gucken. Er ist sogar Scarf. Er ist sogar Scarf. Damit hat er das gezeigt. Er ist sogar Scarf damit. Genau wie ich das gerade gesagt habe. Das ist actually bad. Jetzt drückt er nämlich Dark Pulse daneben durch. Wobei, muss nicht unbedingt so schlimm sein. Was kriegt Clefairy nochmal von einem Dark Pulse? Er muss jetzt halt eben auf die Flinches gehen. Und wir wissen es alle, die Flinches, die treffen auch. Was kriegt Reboot davon? Reboot kann eins überleben. Sucker Punch killt ihn aber halt eben nicht. Oha. Okay, womit geht's weiter? Wir gucken mal weiter. Meinetwegen gewinne ich das auch 1-0. Was, wenn ich Aqua Jet drücke? Was macht Aqua Jet? Das ist immer noch Bandit, darf man nicht vergessen. Sandaconda. Aqua Jet kann es two-shotten, muss es aber nicht. Ansonsten habe ich jetzt überlegt, einfach hier in Basculin reinzugehen, Aqua Jet zu drücken. Sonst muss Clefairy das alleine hier machen. Oha! Ich gehe es ein. Aqua Jet. Aqua Jet them all! Aqua Jet them all! Eins. Und jetzt hoffe ich, dass es two-shottet. Earthquake sollte mich nicht killen. Das hat 56-67%. Und das sollte two-shotten jetzt hier eigentlich. Er hat mich paralysiert. Yes! Oh, es kam durch. Jawohl. GG, WP. Oh Mann, ey. Das wollte ich gar nicht eingehen mit Dark Pulse. Also beim besten Willen nicht. So will ich das hier nicht machen, dass ich hier mit Dark Pulse weggeflincht werde. Warte, ich schreibe ihn noch, dass ich halt eben schicke. So. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde mich natürlich ein Daumen hoch vorne supporten. Wir haben 2-0 eben gewonnen. Ich dachte mir am Ende so, oh scheiße, Alter. Oh no, ey. Wenn ich so Sachen sehe wie, zum Beispiel Dark Pulse und so weiter. Aber es ist genau das Aufgang, was ich gerade im Kopf hatte. Der wahrscheinlich Scarf ist mit Houndoom, also mit Hundemon und so weiter. Muss jetzt halt eben auf Dark Pulse gehen und so weiter und sich den Flinch holen und alles mögliche. Das ist halt aufgegangen. Und was mir jetzt schon so ein bisschen aufgefallen ist in den Kämpfen und so, das sind so Sachen, auf die ich jetzt viel besser achte. Und wo ich dann halt eben jetzt schon anfange, die Spiele viel besser bewerten zu können, während ich halt eben spiele. Am Anfang hatte ich ja noch übelste Probleme, so MDL Season 1 zum Beispiel, sowas halt eben irgendwie zu, weiß ich nicht, irgendwie zu fassen, ne, was so die besten Plays sind, was die Gegner wohl machen müssen und so weiter. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe immer so einen generellen Überblick über das ganze Spiel und das freut mich auch immer sehr an mich selber halt eben sowas zu erkennen und zu sehen. Also, meine Damen und Herren, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ne, würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Spieltag wieder. Das ist dann Spieltag 7. Sehr komische Welt, sehr komisch verdreht. Ansonsten haut da rein. Tschüss, Kostin, bye bye. Macht es gut.